Hallo, ja, heute backen wir ein kräftiges, dunkles Roggenbrot, ein fränkisches Landbrot mit der XL-Brotplatte. Und wir gehen das ganze Rezept Stück für Stück durch. Und als erstes zum Vorbereiten brauchen wir ein Stück altes Brot. Genau, ich habe jetzt hier ein circa 200 Gramm Stück. Wir brauchen also ungefähr die Hälfte für dieses Rezept. Das einfach in eine Pfanne und einmal leicht anrösten, so dass es ein bisschen Farbe bekommt. Einfach ein bisschen ausdampfen lassen und dann schreddern nicht aus. Das muss jetzt gar nicht so fein sein, das ist jetzt hier relativ grob und schrotig. Jetzt brauchen wir noch Wasser dazu, um es quellen zu lassen, 200 Milliliter Wasser ungefähr. Ich habe vorher noch einen Sauerteig angesetzt, also Vorteig mit 200 Gramm Roggen, Vollkornmehl, 200 Milliliter Wasser und 2 Esslöffel von einem selbstgefüllten Sauerteig. Den habe ich abgedeckt mit einem Geschirrtuch, jetzt für 12 Stunden gehen lassen, also am Abend vorher oder am Morgen, wenn man am Abend backen will. Fränkisches Brot gehören natürlich auch Gewürze rein. Klassischerweise sind in diesen Broten Anis, Kümmel, Koriander und Fenchel drin. Und davon nehme ich jetzt auf die Menge jeweils circa einen Teelöffel, guten, und stoße die einfach grob an. Abgemessen 350 Gramm 1370er Roggenmehl und 150 Gramm Weizenvollkornmehl. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Wasser und Hefe und das, was wir eben vorhin vorbereitet haben. Das wird einfach zusammengefügt. Die Hefe ist ungefähr ein halber Würfel. Einfach zwischen den Handflächen bröselig hineinreiben. Die Gewürze dazu. 2 gute Teelöffel Salz dazu. Dazu 280 Milliliter Wasser, den Roggensauerteig und das angesetzte Altbrot. Außerdem, was noch dazu kommt, ist ein Teelöffel Honig. Und das Ganze rühren wir jetzt einfach gut durch in der Maschine und lassen das circa 5-6 Minuten gut durchkneten. Genau. Wenn der Teig dann gut durchgeknetet ist, muss man einfach nur eine Runde gehen lassen, abdecken und 45 Minuten den Teig erstmal ruhen lassen. Der Teig ist jetzt circa 40 Minuten gegangen und ist schön aufgegangen durch die Hefe und den Sauerteig. Und jetzt müssen wir den nochmal zur Seite packen und nochmal circa 70 Minuten lang gehen lassen. Und versuche ihn schon so halbwegs in die Form zu bringen, die er nachher sein soll. Aber etwas kleiner, weil der Teig geht auf, der läuft aus. Also wenn der gärt, dann wird er natürlich größer. Das heißt, oben drauf noch mal ein bisschen einmehlen. So, der Brotteig ist jetzt circa 70 Minuten gegangen. Und ist schön aufgerissen hier. Also man sieht, dass die Hefe und der Sauerteig gearbeitet haben. Die Brotbackplatte habe ich jetzt schon mal vorgeheizt. Die habe ich bei ca. 220, 230 Grad im Ofen für 20 Minuten, dass sie schon mal Hitze entwickelt, dass man da gut das Brot drin backen kann, weil das ist ja der Vorteil dieser Platte, dass sie die Hitze hält. Und wenn man jetzt das Ganze auf dem Backblech gemacht hat, dann kann man das natürlich auch einfach mit dem Backblech reinhängen. Ich habe es jetzt hier mit diesem Blech gemacht und es passt tatsächlich ganz gut. Das Brot im Backofen in der Platte. Und jetzt fülle ich direkt am Anfang noch diese Rinne hier auf mit Wasser. Circa 100 Milliliter, gute 100 Milliliter, so dass die Rinne ungefähr halb voll ist. Und das Wasser sorgt eben beim Verdampfen dafür, dass das Brot eine schöne Kruste bekommt. Und dann braucht das Brot jetzt einfach nur noch eine Stunde im Backofen. So, das Brot war jetzt circa 60 Minuten drin und
hat jetzt auch schon eine schöne Kruste, das müsste jetzt durch sein. Hol es erstmal raus, lässt sich schön breit rausnehmen, wenn man es genügend gemehlt hat. Und wenn jetzt das Brot ein bisschen ausgekühlt ist und ausgedampft ist, das anschneiden. Man sieht hier schöne, feuchte, noch dampfige Krume. Und zu so einem Brot braucht man zum ersten Mal nicht viel mehr als ein bisschen Butter.